Wenzel Jaksch wurde 1896 in Langstrobnitz geboren, im südlichen Böhmen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg kam er nach Wien, um dort Arbeit zu finden, engagierte sich dann sehr schnell auch in der dortigen Arbeiterbewegung und nach dem Ersten Weltkrieg verschlug es ihn nach Böhmen, nach Nordböhmen, nach Komotau, wo er für die dortige Sozialdemokratische Zeitung schrieb. Ab Mitte der 20er Jahre, als die ganze deutsche Sozialdemokratie ihren Hauptsitz nach Prag verlegte, wirkte auch Wenzel Jaksch in Prag und er lebte bis 1939 hier unter dieser Adresse in Prag, Holešovice. In Prag war Wenzel Jaksch zum einen Redakteur des sozialdemokratischen Blattes Der Sozialdemokrat und ab 1929 Abgeordneter der tschechoslowakischen Nationalversammlung. 1938 war er dann auch der letzte Vorsitzende der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik. Am 15. März 1939 marschieren deutsche Truppen in Prag ein und es entsteht das Protektorat Böhmen und Mähren. Das bedeutet natürlich eine lebensbedrohliche Situation für alle Gegner des Nationalsozialismus, also auch für die sudetendeutschen Sozialdemokraten, insbesondere für die Führer der sudetendeutschen Sozialdemokratie. Und einige von ihnen schaffen es dann, in internationale Botschaften zu flüchten. Wenzel Jaksch und einige andere flüchten etwa in die britische Botschaft. Jaksch verbringt dann einige Nächte hier auf einer Liege unter Obhut des britischen Botschafters, weiß, dass die Gestapo dieses Gebäude hier wirklich sehr engmaschig überwacht und kann letztlich flüchten, indem er sich als Handwerker verkleidet und der Gestapo somit entgeht. Er übernachtet noch eine Nacht in Prag, in der Wohnung eines tschechischen Arbeiters, tarnt sich als Skifahrer und fährt dann mit einem Zug Richtung polnische Grenze, schafft es dann auf Skiern im Winter, es ist März 1939, nach Polen und von Polen dann letztlich mit dem Schiff nach Großbritannien. Im Rudolfinum tagte in der Zwischenkriegszeit das tschechoslowakische Parlament, die tschechoslowakische Nationalversammlung. Wenzel Jaksch war seit 1929 Abgeordneter dieses Parlaments für die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Er ist damit der einzige Parlamentarier ohne nationalsozialistische Vergangenheit, der sowohl Mitglied des tschechoslowakischen Parlaments war, als auch des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland. Im Parlament war Wenzel Jaksch, aber auch die anderen Abgeordneten der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, bemüht in den 30er Jahren, dem Druck der Nationalsozialisten standzuhalten und sie versuchten eben sozialdemokratische, konstruktive Politik zu machen. Dies wurde allerdings oftmals nicht wirklich gehört.